Willkommen zu einer neuen Folge Eiche machen Sachen. Mein Name ist Eiche und heute habe ich mir wieder Verstärkung geholt, denn wir schließen das Lautsprecherbauprojekt ab. Teil 2 unseres kleinen Projekts. Was passiert ist? Wir haben die Kiste zugemacht, das habt ihr gesehen. Wir haben einen ersten Soundcheck gemacht, der nicht so glatt verlaufen ist. Oh nein! Also, zweiter Versuch. Wir denken, dass wir es wissen. Wir haben irgendeinen Kurzschluss erzeugt und jetzt versuchen wir es nochmal. Let's try it. Test Nummer 2. Ja, jetzt wo wir wissen, dass sie funktioniert, wird finalisiert. Wir machen heute Spachteln. Ein User auf YouTube, Andy heißt der. Ich guck mal kurz, wie sein Name ganz ist. Andy Wand. Okay, Andy Wand. Geiler Name. Auf jeden Fall hat er uns geschrieben, ey Jungs, ihr habt gar keine Hörner gebaut. Das Prinzip nennt sich TQWT. TQWT. Dann haben wir gegoogelt, haben es natürlich schlau gemacht. Also erstmal danke Andy für den Hinweis, richtig cool. Das heißt Tapered Quarter Wave Tube. Und auf Deutsch heißt es zapfenförmiges Viertelwellenlängenrohr. Ich zeige euch mal, wie das aussieht, weil beschrieben wird es nämlich mit, darunter versteht man ein sich erweiterndes bzw. verjüngendes einseitig offenes Rohr. Und wenn ich mir das jetzt hier angucke, Alter, für mich sieht das aus wie ein Joint. Auf jeden Fall, das haben wir gebaut und mit denen machen wir jetzt weiter. Nächster Step. Schleifen. Dennis, sag mal, was ich machen muss. Schleifen. Grazie. Prego. Dennis, hast du Spaß bisher? Mega. Schleifen macht am meisten Spaß. Hast du denn Spaß bisher? Mhm. Ja, wenn man die Dinge zum ersten Mal macht, ist alles cool. Ist alles neu und aufregend. So, jetzt ist die ätzende Schleiferei endlich abgeschlossen. Jetzt wird grundiert. Während die Grundierung da oben trocknet, nutzen wir die Zeit und wir bauen noch Füße für die Boxen. Dennis hatte die Idee, findest du ganz nice. Die Füße sind natürlich nicht in der Bauanleitung. Sind aber recht einfach. Also ich denke, kann jeder von euch gut nachmachen. Also jeder, der zumindest die Boxen baut, denke ich, wird auch die Füße hinbekommen. Be creative. Denkst dir aus. So, pass auf. Dennis, zeichne mal
bitte grob ein, wie die Füße aussehen werden. Vielleicht ein Pärchen pro Box oder pro Lautsprecher. Ich denke, damit sind wir ganz gut bedient. Also das hier dann sozusagen. In schwarz dann, oder? Ich würde es in schwarz machen. Ja, doch. Ich glaube, das ist ganz cool. Ach so. Ja, wir haben ein bisschen abgekürzt. So viel Sägen und Schneiden und Dingsen haben wir ja schon in der ersten Folge. Deswegen, das sind die fertigen Füße und wie es dann an einem Lautsprecher aussieht, gucken wir nachher auch noch an. Deswegen, weiter geht's! Wir sind ganz schön Knülle, hören jetzt auf und machen aber morgen weiter und dann geht's zum Endspurt. 3 Wochen später. Ein neuer Tag, der Lack ist getrocknet und poliert. Schau dir das mal an. Like a baby butt. Was wir jetzt machen ist, wir setzen jetzt nur noch die Komponenten ein und dann machen wir eine Hörprobe. Look at this. Da stehen sie. Wir sind jetzt bei Dennis im Büro. Wir wissen, dass die Boxen funktionieren. Wir wissen, dass das Projekt fertig ist. Wir sind fertig, wir sind happy, weil wir Schweiß und Tränen reingesteckt haben. Und Blut. Vergiss dein Blut nicht. Stimmt, ich habe sogar geblutet. Ja. Über den Daumen gepeilt, was ist pro Box ungefähr jetzt der Endpreis an Kohle? Also ich würde sagen, wir in unserem Fall liegen bei deutlich über 80 Euro pro Box, aber das auch nur, weil wir diesen extrem hohen Anspruch gefahren sind und auch gerade die Lackierarbeiten verdammt viel Geld verschlungen haben. Ansonsten, wenn ihr die Boxen nachbauen wollt, seid ihr mit, denke ich, 50 Euro gut dabei. Ihr braucht dafür auch keine besonderen Sägen oder sonst irgendwas. Ihr könnt euch das im Baumarkt zuschneiden lassen. Kleben könnt ihr es zu Hause ganz, ganz einfach mit dem Kleber. Und wenn ihr jetzt nicht auf eine besonders hochwertige Endbeschichtung setzt, dann seid ihr mit 60 Euro, denke ich, pro Lautsprecher gut bedient. Und ihr habt eure eigenen Lautsprecher gebaut vor allem. Los geht's. Nice. Richie Rockefellers Towers. Das sind unsere Towers. Richtig geil. Kannst du noch eine Pose für mich nachmachen? mach erstmal so bitte. Pass auf, ich muss es kurz auflösen, Alter. Okay, nice. Haben wir das auch? Und jetzt kommt der nächste Track. Bist du gespannt? Wir hören jetzt Rave. Rave? Hast du schon mal Rave gehört? Nicht Rape, Alter. Rave ist wie Rape for my ears. Okay, bin gespannt. Ja. I'm open-minded. Mhm, da mal durch. Fist-pumping. Get you the cash, we'll get you a Porsche. Wir genießen das jetzt hier noch. Wir hören jetzt Musik an. Gönnt uns das. War ein geiles Projekt. Macht's gut. Ich will jetzt einfach ein bisschen Mucke hören.